So, Leute, ich habe das Ganze jetzt einfach mal übersprungen. Wir sind jetzt am Fundament. Ja, das war mir irgendwie zu doof, weil ich kam damit überhaupt nicht klar mit der Karte. Man hat überhaupt nichts gesehen. Und ja, tut mir leid. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern eher was mit dem Spiel. Und ja, wir sind jetzt hier beim Fundament. Die Fundamente des Museums liegen laut Plan genau hinter dieser Felswand. Tja, es ist Granit. Wird ein bisschen Arbeit, da durchzukommen. Okay, erstmal wieder raus hier. Okay, dann hätten wir die Sache jetzt komplett. Hier ist der Plan. Am 14. Juli um kurz vor 22 Uhr setzt Mike uns vor den Katakomben ab. Wir gehen rein und trennen uns. Ich gehe bis zur Felswand und bohre die Löcher. Bernard baut uns im Lager der Resistance ein paar Sprengladungen. Dann bringt er mir den Sprengstoff und wir verminen die Felswand. Danach steigt er wieder zu Mike ins Auto und ihr fahrt ab. Mike postiert sich mit dem Van vor dem Museum, lockt sich in das Sicherheitssystem ein und beobachtet das Feuerwerk. Dann warten wir auf den Höhepunkt des Feuerwerks. Die Drucksensoren werden dafür ausgeschaltet. Wenn es soweit ist, gibt Mike uns das Signal. Wir sprengen. Ich gehe rein und schleiche mich rauf zum Ausstellungsraum. Mike hilft mir mit den Laserschranken und Bernard lenkt den Wächter mit einer Ladung Böller ab. Ich tausche in der Zwischenzeit die Bilder aus und haue sofort durch die Katakomben wieder ab. Ich treffe euch zwei dann vor dem Ausgang der Katakomben und los geht's. Das wär's. Fragen? Das Bild. Wer holt das Bild? Ich könnte. Ich mach das. Aha. Musst noch in die Stadt? Okay, Bernard, dann mach du das. Du hast sowieso noch einen Termin in London, oder? Hat er die. Mit wem denn? Mit seiner Vergangenheit. Aha. Alles klar, dann haben wir's. In 5 Tagen schlagen wir los. Auf geht's! Ja, und hier steht jetzt so ein Typ. Aber ist wahrscheinlich auch nur Deko. Ja. Anstatt, dass sie direkt hinterher geht und mitgeht, nein. Wo bleibt der Mistkerl denn? Er wird schon noch kommen. Er wollte heute um 4 wieder hier sein. Jetzt ist es fast 9. Vielleicht ist er aufgehalten worden. Wenn er in der nächsten halben Stunde nicht hier aufschlägt, dann... Dann was? Bernard! Na Gott sei Dank, da bist du ja endlich. Was hat denn so lange gedauert? Sorry, es gab ein paar Probleme. Ach, was für Probleme denn? Ich glaube, es war jemand bei uns im Loft. Was? Na super. Woher willst du das wissen? Es sind nur Kleinigkeiten. Ein Foto lag anders, die Zeitung auch. Fehlt denn was? Mir ist nichts aufgefallen. Klingt wie die Geschichten von McBride. Vielleicht ist das paranoide Gequatsche ansteckend. Aber die Frage ist, was ist, wenn's stimmt? Wenn's die Polizei gewesen wäre, hätten sie auf uns gewartet. Dann wäre Bernie jetzt nicht hier. Schön und gut. Was machen wir also damit? Wir machen, was wir uns vorgenommen haben. Dann fahren wir zurück und sehen uns das Loft nochmal gemeinsam an. Einverstanden? Einverstanden. Alles aussteigen. Vergesst euer Zeug nicht. Habt ihr alles? Viel Glück, Mike. Euch auch viel Glück. Wir hören uns gleich. Überprüf mal dein Handy. Funktioniert? Funktioniert. Also, ich gehe jetzt zum Lager. Meld dich, wenn irgendwas ist. Viel Glück. Okay. Was sollen wir jetzt tun? Hier ist die Verbindungsstelle. Mal sehen. Wo könnte man am besten bohren? Ja, ich würde sagen, erstmal Taschenlampe benutzen, ne? Am besten lege ich die Lampe ab. Dann habe ich die Hände frei. Okay, warte mal. Ach du Heilige! Also erstmal gucken, oder was? Hier kann's gehen. Okay, habe ich direkt die richtige Stelle gefunden? Oder muss ich mehrere Stellen finden? Och Mann, hallo. Oder muss ich die jetzt alle abklappern? Naja, gut, dann machen wir das. Nein, hier nicht. Okay. Ich habe
überhaupt keine Ahnung. Verwende das mit damit. Bohren kann ich ja noch nicht. Muss ich die echt alle abgehen? Das ist ja doof. Kann sich ja... Hier nicht, glaube ich. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Auch wenn ich jetzt ungeduldig wirke. Eigentlich bin ich gar nicht ungeduldig. Aber ich weiß ja schon gar nicht mehr, was ich hier sagen soll. Das ist ja furchtbar hier. Noch nie, Nein, hier nicht. Ich weiß, es gibt womöglich noch schlechtere Spiele, aber es gibt durchaus sehr viele Spiele, die weitaus besser sind. Weitaus. Mist! Wieso Mist? Schon etwas besser, aber... Ja, wir müssen das perfekte Loch finden. Es hört sich doch gut an. Hier klingt es gut. Ja. Das müsste genügen. Ich bin da. Ich fange jetzt mit den Granaten an. Mike, was macht das Feuerwerk? Hat noch nicht angefangen. Nur die Ruhe. Es sind ziemlich viele Leute unterwegs. Umso besser. Okay, Bernard muss jetzt hier die Granaten sammeln. Ich denke mal, wir müssen hier die Sprechstange. Und dann müssen wir hier die Munitionskiste. Die Kisten scheinen in Ordnung zu sein. Ja, dann brech sie doch auf. Schraubstock betrachten. Wir müssen bestimmt irgendwas hier mitmachen, oder? Verwenden mit Schraubstock. Müssen wir das nicht verwenden? Völlig unbrauchbar. Ja, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Sollen wir den Kugelschreiber, Rohrzange, Munitionskiste öffnen? Oh, Leute. Völlig unbrauchbar. Völlig, genauso wie du. Du bist auch völlig unbrauchbar. Granaten? Davon nehme ich eine mit. Ja, nimm sie doch einfach mit. Die Kisten scheinen in Ordnung zu sein. Ja, nimm sie einfach mit. Was machen wir jetzt mit der Granate? Schön vorsichtig mit dem Ding. Als ob die noch funktionieren würde, aber hey, und wir benutzen es jetzt mit Schraubstock. Okay. Der Schraubstock funktioniert noch. Und was nun? Jetzt benutzen wir die Brechstange damit. Jetzt benutzen wir das Rohr damit. Ach so, Zange vielleicht. Momentchen mal, Zange. Es sieht aber sehr, sehr komisch aus, was er da macht gerade. Also es sieht anders aus. Okay, die Granate ist offen. Zweideutig aus. Ich wollte schon zwielichtig sagen. So, jetzt haben wir eine offene Granate und was sollen wir jetzt mit dem Kack machen? Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ein Funke und... Ja, gut, dass du nicht raus. Jetzt hier rein. Kennt man ja. Hat man jetzt Dynamit. So, das Ganze jetzt noch zweimal. Catherine, ich bin soweit. Ich komme jetzt zu dir. Okay. Hier sollen wir bohren oder wo oder wie oder was? Das wäre eine gute Stelle. Ja, das wäre eine gute Stelle. Dann bohren wir los. Also dann los. Aber die haben doch noch gar nicht Bescheid gesagt, oder? Voilà. So, die Löcher sind fertig. Leute, macht schnell. Das Feuerwerk fängt jetzt an. Verdammt! Hört ihr? Hört ihr die Musik? Ich komme jetzt gleich, Catherine. Wow, das ist wirklich klasse. Ich wünschte, ihr wärt hier. Beeil dich, uns läuft die Zeit davon.
Weiß ich. Aber Joggen ist gerade schlecht mit den Sprengsätzen. 3 Minuten noch, Leute. Verdammt, das wird eng. Okay, fertig. Hier kommt der Zünder. Die Zündschnur reicht für 20 Sekunden. Kommst du klar? 1:30. Es wird spannend, Leute. Seid ihr da fertig? Fertig. Ich bin dann weg. Viel Glück. 30 Sekunden, Catherine. Halt dich bereit. Ich hoffe vor allem, dass die Decke hält. Das muss sie. Ich wollte dich doch noch heiraten. Was? Ne? 10 Sekunden. Du willst was? 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt! Mein Gott, das ist so cool. Wenn ihr das sehen könntet. Alles ruhig im Museum. Wie sieht's denn aus bei dir, Catherine? Catherine? Hey, Catherine. Das ist nicht komisch, okay? Nein, das ist wirklich überhaupt nicht komisch. Oh Gott, du hast mir vielleicht einen Schreck eingejagt. Ich gehe da jetzt rein. Okay, ich verbinde mich schon mal mit dem Rechner. Haut er da einfach mal so raus? Ja, ich wollte dich doch eigentlich noch heiraten. Okay? Alles klar. Nur ein Haufen altes Zeug. Ja, ich glaube, das brauchen wir nicht. Aber was ist denn mit den Kameras? Die sind doch noch an. Die sind doch gar nicht aus. Ich frag echt nicht mehr. Sie gehen einfach nach oben. Ja, wir gehen einfach mal. Mike, was ist mit den Lasern? Ich sitze noch dran. Gib mir 1 Minute. Okay. Beeil dich. Ich möchte ungern vom Nachtwächter überrascht werden. Ach, der läuft ja auch noch rum. Ja doch, ich kann nicht zaubern. Okay. Oh, ich ahne Übles. Was, Hacking Laser? Ah, nein. Was? Oh Gott. Ach so, ich muss mir wahrscheinlich merken, aber wo ist... Das ist wahrscheinlich... A... B... Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Ja, wie gut, dass ich mir die Lösung parat gestellt habe hier, ne? Tut mir ja leid, Leute, aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dass ich jetzt hier, ich weiß, es ist ein Spiel und ich sollte das herausfinden, aber ganz ehrlich, ich bin froh, wenn das Spiel beendet ist. Also es hat seine guten Momente, aber es hat auch seine schlechten. Wahrscheinlich werdet ihr mich jetzt dafür hassen, dass ich das jetzt mache, aber ihr könnt ja jetzt hier ewig sitzen und das zieht auch das Let's Play in die Länge und das zerstört mir aber total den Spielspaß, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Okay, Bernard, Catherine ist durch. Du bist dran. Hä, wie, was sollen wir denn jetzt tun? Sollen wir jetzt ganz einfach hier das hier anzünden? Die Zündschnur brennt. Jetzt schnell. Ja, wie, was denn? Wohin denn? Ach so, wir sollen wahrscheinlich hier den Typen ablenken, ne? Ein Fenster. Ach so, okay, wir sollen ihn ablenken. Mal sehen, ob ich treffe. Ja. Und jetzt schnell. Das ist er. George Washington. Ja. Jetzt ganz einfach mal das Bild damit austauschen. Okay, ich bin weg. Wir sehen uns bei den Katakomben. Okay. Ich bin wieder bei der Sprengstelle. Mikey, wir treffen uns gleich bei den Katakomben.
Komm schon, komm! Steig ein und dann nicht sie weg hier. Okay, fahr! Nein, da vorne sind die Cops. Shit. Ha, die kommen nicht zu uns. Ja, die fahren natürlich zum Museum. Na dann, Officers. Viel Glück beim Suchen. Tja, das war knapp. Du hast vielleicht Nerven. Ich tu nur so. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Ihr seid die größten Jungs. Also dann, nach London bitte. Seht ihr? Kein Einsatzkommando. Jedenfalls hier draußen nicht. Macht euch doch nicht verrückt. Da ist niemand. Was ist? Kommt ihr? Geh du vor. Das kann doch nicht wahr sein, Jungs. Also bitte, ich gehe jetzt da rein. Hallo? Officers, seht ihr? Niemand da? Alles in Ordnung. Willkommen zu Hause. Ich weiß nicht. Irgendwas ist hier seltsam. Unsinn. Hier ist alles in bester Ordnung. Wir schauen gleich nochmal gründlich. Nein, nicht gleich. Jetzt. Also, bei mir sieht alles ganz normal aus. Hier war niemand. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir stoßen an. Wir haben es mal wieder geschafft, Leute. Das macht uns so leicht keiner nach. Wo seid ihr eigentlich? Bernard? Mike? Ich bin hier. Was ist los? Catherine, es war jemand hier. Wieso? Was fehlt denn? Die Visitenkarte von meinem Monitor. Das war die von meiner Chefin bei Megabase. Sonst nichts? Ach komm, die hast du bestimmt selbst verbummelt. Guck dir doch an, wie es bei dir aussieht. Nein, die habe ich nicht verloren. Die klebte genau hier an dem Monitor, seit ich da arbeite, immer. Es kommt doch niemand hier rein und klaut eine Visitenkarte. Vielleicht fehlt ja noch was anderes. Also, bei mir fehlt überhaupt nichts. Du irrst dich. Sieh noch mal nach. Und was ist mit Bernie? Bernard? Fehlen Sachen in deinem Zimmer? Bernard! Wo steckt er denn schon wieder? Bernard? Wo ist er? Moment mal. Ja, klar fehlen hier Sachen. Sein Gepäck ist nicht da. Sag mal... Das kann doch nicht sein. Vielleicht ist er nur gerade wieder in der Stadt. Und dazu braucht er sein Gepäck? Das kann nicht sein. Du siehst es doch. Ich rufe ihn jetzt an. Nicht mit dem Handy. Nimm das Telefon unten. Wir sollten ab jetzt auf Nummer sicher gehen. Du hast recht. Okay. Jetzt sollen wir also telefonieren. Geh schon ran. Guten Tag. Hier ist die Mailbox von Bernard de Vale. Hinterlassen Sie nach dem Signalton eine Nachricht. Danke für Ihren Anruf. Bernard? Hier ist Catherine. Bernard, bitte ruf uns zurück. Sofort. Ruf zurück und sag mir, dass das nicht wahr ist. Er wird nicht anrufen. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. Wir warten. Er meldet sich noch. Es ist jetzt gleich 2:30. Ich weiß, wie spät es ist. Catherine, er ruft nicht mehr an. Er hat uns reingelegt. Schau mal hier, die Zeitung. Ich will jetzt keine Zeitung lesen. Bernie hat sie jedenfalls gelesen. Hier steht, dass die Leute, die wir unterstützt haben, pleite sind. Sie haben kein Geld bekommen. Bernard hat es für sich behalten. Ich also, wusste es. Er wäre heute aufgeflogen. Dieses verdammte Schwein. Dafür muss es eine Erklärung geben. Da ist noch ein anderer Artikel auf Seite 1. Hast du den schon gesehen? Premierminister Brown ist tot. Urplötzlich, genau wie Henston. Sonst bist du doch der Erste, der sich freut bei sowas. Das Bild aus dem London Modern war aus seinem Dienstbüro an der Downing Street, Catherine. Und weiter? Was soll das bedeuten? Da stimmt doch was nicht. Du siehst Gespenster, Mike. Was ist nur mit euch allen los? McBride hat Paranoia, du auch, Bernard betrügt uns. Seid ihr denn alle verrückt geworden?
Wofür machen wir das alles hier? Sag du's mir. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir machen Schluss. Jetzt. Heute. Wir haben gleich einen Termin mit deinem Freund. Ich weiß. Den machen wir noch und dann ist Feierabend. Ja, es war jetzt auch unnötig mit dem Schweigen. Ja, das ist unnötig. Vielleicht versuchst du es doch nochmal bei Bernie? Nein. Hol die Sachen. Es ist gleich 3. Wir bringen das jetzt zu Ende. Telefon. Oh Gott. Gott sei Dank. Ich geh ran. Bernard, mein Gott, endlich. Wir dachten schon... Catherine, hier ist dein Vater. Ich bin so froh, dass ich dich endlich erreiche. Warum hast du nicht zurückgerufen? Was willst du, Dad? Catherine, hör mir zu. Ich glaube, es ist etwas Schlimmes passiert. Da hast du recht. Nun hör schon auf. Es ist wichtig. Ich habe vor einigen Jahren etwas verkauft. Das bereue ich jetzt. Und du musst davon wissen. Ach so? Können wir uns treffen? Am Telefon kann ich nicht offen sprechen. Deine Geschäfte interessieren mich nicht, Dad. Wenn du Geld damit verdienst, dass Menschen sich gegenseitig umbringen, ist das deine Sache. Catherine, nur eine Frage. Bist du in illegale Machenschaften verwickelt? Weniger als du. Also ja. Um Gottes Willen. Mit wem habt ihr zu tun? Du musst es mir sagen. Ich muss Schluss machen, Dad. Catherine, du bleibst jetzt am Telefon. Schrei mich nicht an. Nun hör mir doch zu. Es ist zu deinem Besten. Ich leg jetzt auf. Catherine! Tschüss.